Ja, wir wollen im letzten Teil unseres kleinen Tutorials zum neuen GUI-Block in unserem blockorientierten Simulationssystem BORIS unsere Experimentierumgebung zum schiefen Wurf komplettieren. Wir hatten im letzten Teil, also im vierten Teil, die eigentliche Visualisierung fertiggestellt. Was wir heute noch machen müssen, ist einmal die Simulationssteuerung, sprich also das Starten der Simulation direkt aus der Umgebung raus, ohne dass ich hier oben in die Toolbar von BORIS muss, zu realisieren. Und wir wollen noch Schaltflächen vorsehen neben unserem Zeitverlaufdiagramm, um diese Zeitverlaufdiagramme einmal auszumessen, also auswerten zu können und um sie auszudrucken. Nicht? Es geht also heute einmal um diese große Startschaltfläche und dann um diese 2x2 Schaltflächen neben den Zeitverlaufdiagramm. Dazu nehme ich als Ausgangspunkt unser Ergebnis vom letzten Mal. Nicht das war also das, was wir das letzte Mal fertiggestellt hatten. Da hatten wir die Simulationsparameter, also Anfangshöhe und Anfangsgeschwindigkeit und Stoßwinkel in die Bedienoberfläche integriert. Heute geht es also um die entsprechenden Button-Elemente für die Simulationssteuerung und für die Auswertung der Simulation. Starten wir mit der Schaltfläche. Da habe ich hier schon Platz für gelassen für unsere Simulationssteuerung. Dazu gehe ich einmal in den GUI-Block rein. Buttons, also Button-Elemente, also sprich Schalter- bzw. Taster-Elemente, finden wir auf dem Reiter Controls. Wir brauchen einen Taster, den finden wir als zweites hier unter Taster und Kurzbezeichnung dementsprechend Button. Ein solcher Taster hat eine Eigenschaft Output. Sie sehen, die ist vorhergestellt 1. Diese Eigenschaft gibt an, auf welchem Block Ausgang dieser Taster normalerweise wirkt. Das Stichwort an dieser Stelle heißt jetzt Schaltflächen mit Sonderfunktion. Sie können nämlich unter Vorgabe einer negativen Output-Eigenschaft nicht nur auf Ausgänge einwirken, sondern diese Schaltfläche kann auch bestimmte Sonderfunktionen übernehmen. Und eine dieser Sonderfunktionen ist die Steuerung der Simulation, also Starten, Stoppen einer Simulation, Pause, Einzelschrittmodus und ähnliches. Nicht das Gleiche werden wir nutzen dann später für unseren Zeitverlauf zum Drucken. Auch dafür nehmen wir eine normale Schaltfläche, versehen diese aber mit einer Sonderfunktion. Um jetzt zu sehen, welche Sonderfunktionen möglich sind, gehe ich einfach mal in die Online-Hilfe. Wir machen das einmal zu hier. Und jetzt sehen Sie, gibt es hier bei dem Elementtyp Button einen Link zum Kapitel Schaltfläche mit Sonderfunktion. Und wenn ich darauf gehe, finden Sie eine Beschreibung all der Sonderfunktionen, die ein solcher Button haben kann. Als allererstes finden Sie hier die Sonderfunktion im Zusammenhang mit der Simulation. Wir wollen über den Button eine Simulation starten und da sehen Sie, dazu muss ich als Output den Wert minus 1 vorgeben. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt hier machen muss, ist, dass ich hier meiner Schaltfläche, ich positioniere die schon mal da, wo sie ungefähr hin soll, für Output den Wert minus 1 gebe. Wir können die auch schon mal beschriften mit Start. Und wir machen sie schon mal grob quadratisch, geben ihr also eine Breite und eine Höhe von 60. Nicht? Jetzt sehen Sie, jetzt sieht das Ganze schon relativ ansprechend aus. Und wenn ich jetzt mal einen Dialog hier verlasse, werden Sie sehen, kann ich über Start meine Simulation starten. Nicht? Also diese Schaltfläche ersetzt jetzt quasi die normale Simulationsstartfläche aus meinem BORIS. In unserer Mustervorlage hat dieser Startbutton jetzt eine etwas größere Schriftart und zusätzlich auch noch so ein kleines Icon. Auch das können wir noch mal vorsehen. Ich mache also mal die Schriftart ein bisschen größer. Das ist unsere Eigenschaft Font Size, die setzen wir mal auf 10.
Ich mache den Button noch ein bisschen breiter. Und wir wollen noch ein kleines Bildchen vorsehen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder ein externes Bitmap-File einbinden oder aber ich bediene mich an der Bitmap-Bibliothek. Die finden wir über diese Schaltfläche. Und dann sehen Sie, gibt es eine ganze Menge von vordefinierten Bitmaps, die ich über die entsprechende ID einbinden kann. Das Bitmap, was ich hier wählen möchte, hat die ID 1057. Können wir uns mal kurz angucken. Das ist nämlich genau diese Schaltfläche. Das heißt, ich gehe jetzt hier raus, gebe bei Bitmap ID die 1057 ein und jetzt hat mein Button die entsprechende Schaltfläche. Wir möchten das Bitmap allerdings nicht links nehmen, sondern oberhalb der Schrift haben. Deswegen geben wir bei BMP Position eine 1 ein und dann ist unser Startbutton fertig. Jetzt kann ich über diesen Button ganz normal meine Simulation starten. Nicht einen Stop-Button oder ähnliches brauchen wir in unserem Fall nicht, deswegen reicht das vollkommen aus. Ja, als nächstes gucken wir uns an die Schaltflächen zum Drucken. Nicht, die funktionieren ähnlich, ich muss nur einen entsprechend anderen Output-Code eingeben. Ich mache also jetzt zunächst mal Folgendes, ich gehe wieder in meinen GUI-Block rein und füge wieder ein Taster ein. Der soll jetzt wesentlich kleiner sein, den machen wir mal 25x25. Wir brauchen keine Beschriftung, Caption wird also gelöscht und wir brauchen als Symbol ein kleines Druckersymbol, auch das finden wir in der Bibliothek. Da können wir, ich gucke gerade, da oben ist es, nicht dieses 1004er nehmen hier. Also Bitmap-ID 1004. Damit ist die Schaltfläche an sich fertig. Aber wir müssen ihr noch die Druckfunktion geben. Das heißt, ich gucke jetzt nochmal in meine Online-Hilfe rein. Auf die Schaltflächen mit Sonderfunktion. Da machen wir das nochmal zu hier. Und da sehen wir hier in der Liste, minus 11 ist das Drucken aller Kurven eines YT-Plot-Master-Elements. Das ist genau das, was wir brauchen. Jetzt haben wir hier mehrere Diagramme. Wir brauchen also zwei Druckbuttons, die auf unterschiedliche Diagramme wirken. Und hier steht gewählt, wird dasjenige YT-Plot-Master-Element, das sich innerhalb der Elementliste als erstes vor dem Button-Element befindet. Das heißt, wir geben unserem Button jetzt die minus 11 fürs Drucken und wir müssen den Button an die richtige Stelle schieben, nämlich hinter dieses entsprechende YT-Plot-Diagramm. Das heißt, unser Button wird nach oben verschoben. Das mache ich jetzt mal über diese Taste hier. Das war zu weit. An die Stelle, nicht das hier, sind unsere beiden Kurven im oberen Diagramm. Direkt dahinter kommt unser Druckbutton. Und jetzt können wir über diesen Button den Inhalt dieses Diagramms ausdrucken. Das kann ich Ihnen naturgemäß jetzt nicht vorführen, nicht, aber probieren Sie es gerne mal aus, dann werden Sie sehen, dass das funktioniert. Denselben Button brauche ich für hier unten. Das heißt, ich kopiere den jetzt einmal, füge den ein und wir verschieben ihn hinter das zweite Diagramm, also dahinter, und ich verschiebe ihn dementsprechend auch in der Entwurfsoberfläche nach unten. So, damit sind unsere beiden Druckknöpfe realisiert. Mit dem oberen drucke ich das linke Diagramm aus, mit dem unteren drucke ich das untere Diagramm aus. Ja, was fehlt noch? Jetzt fehlen noch unsere beiden Auswerte-Elemente. Die funktionieren jetzt ein wenig
anders. Dazu gibt es nämlich spezielle Elemente in unserem Grafik- und Bedienelementefenster. Das heißt, da nehme ich jetzt nicht die normalen Taster, sondern es gibt, das finden wir hier, einen sogenannten YT-Plot-Auswertedialog. Das ist das Element, was ich einfügen muss. Sie sehen, das sieht äußerlich aus wie ein Button, ist aber schon vorkonfiguriert für die Auswertung von Zeitverlaufsdiagrammen. Das heißt, hier kann ich jetzt auch zunächst mal die Größe einstellen, 25x25. Wir löschen unseren Text und wir fügen ein passendes Bitmap ein. Nicht da nehme ich mal dieses Bitmap, was aussieht wie so ein Messdialog. Da gibt es eins hier mit der 1036, also Bitmap ID 1036. Damit ist mein entsprechender Button konfiguriert und ich kann den hier drunter schieben. Auch hier gilt jetzt, bei mehreren Diagrammen muss ich eine eindeutige Zuordnung haben. Und zwar muss ich diesen Button auch direkt hinter das entsprechende Diagramm schieben. Das heißt, das wird jetzt nach oben verschoben, genau wie wir es gerade mit dem Druckbutton gemacht haben, bis wir hinter den beiden entsprechenden YT-Elementen sind. Den können wir jetzt kopieren, neu einfügen. Das ist unser zweiter Auswerte-Button. Auch den schieben wir an die richtige Stelle. Also hierhin. Und auch in der Bedienoberfläche schieben wir ihn in die richtige Position. So, damit sind meine beiden Auswerte-Buttons fertig. Diesen Button und diesen Button, den können wir jetzt auch mal ausprobieren. Dazu starte ich mal eine Simulation. Und jetzt kann ich über diese Schaltfläche ein Auswertedialog starten. Jetzt sehen Sie, sehe ich hier im Prinzip mein Diagramm nochmal und habe jetzt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze auszuwerten. Ich kann es auch von hier aus nochmal drucken. Ich kann einen Screenshot machen, ich kann die Kurven speichern. Insbesondere kann ich aber Kurven ausmessen über diese entsprechenden Messcursor. Ich kann auch einzelne Kurven ausblenden, wenn die mich stören. Nicht und hierüber könnte ich jetzt zum Beispiel den Maximalwert meiner Bahnkurve ausmessen. Ich kann Raster vorsehen, ich kann eine Skalierung hier ändern und ähnliche Dinge. Und das Gleiche mit der entsprechenden Schaltfläche für das untere Diagramm. Sie sehen, das sieht genauso aus. Hier erscheinen aber jetzt die entsprechenden Kurven des unteren Diagramms, die ich jetzt auch hier wieder über die entsprechende Cursor auswerten kann. Gut, damit haben wir das auch erledigt. Was jetzt noch fehlt, ist im Prinzip Kosmetik. Es fehlt noch unser kleines Bitmap mit dem Kugelstoßer hier. Da hatte ich Ihnen beim letzten Mal schon gesagt, das fügen wir im letzten Teil ein. Das heißt, ich gehe jetzt noch mal einmal hier rein und wir fügen ein Bitmap ein. Das geht über diese Schaltfläche Bitmap. Und jetzt muss ich den Namen des Bitmaps angeben. Das lade ich also jetzt mal. Und da haben wir hier einen Kugelstoßer. Das öffne ich. Und jetzt habe ich hier dementsprechend mein Bitmap. Das muss ich noch transparent machen, indem ich diese Eigenschaft Trans auf 1 setze. Und jetzt ist im Prinzip mein Kugelstoßer fertig. Zwei Dinge muss ich noch machen. Einmal sehen Sie, überdeckt er diese graue Kugel mit dem Pfeil. Das heißt, ich muss den in der Z-Hierarchie nach oben verschieben. Das mache ich jetzt mal hier rüber. Die Kugel ist jetzt an der richtigen Stelle. Und unser Pfeil ist jetzt auch an der richtigen Stelle. Den kann ich also jetzt hier mal platzieren. Der soll natürlich auch verschoben werden hier mit unserem Einsteller für den Anfangswert. Das heißt, ich muss jetzt hier bei Y auch die gleiche Formel eintragen, im Prinzip, die ich hier bei meiner Kugel hatte. Das heißt, hier bei unserem Y-Wert trage ich jetzt
ein 335 und jetzt minus O1 durch 8 mal 200. Gehen wir mal aus und jetzt sehen Sie, verschiebt sich mein Kugelstoßer dementsprechend auch mit unserem Einsteller für die Anfangshöhe. Nicht, damit ist die Kerngrafik jetzt auch komplett. Allerdings gibt es noch einen kleinen Schönheitsfehler, den ich Ihnen kurz zeigen will und dann erläutere ich Ihnen, wie Sie den beheben. Ich starte nämlich mal die Simulation mehrmals und achten Sie bitte mal darauf, was unsere rote Kugel macht. Im ersten Moment, wenn ich die Simulation starte, wenn Sie genau hingucken, stellen Sie nämlich fest, die sitzt im allerersten Moment hier unten bei der Höhe 0 und springt dann erst in die richtige Position. Achten Sie bitte nochmal drauf, ich glaube, es lässt sich ganz gut erkennen. Wie kommt das? Das ist ein Ergebnis unserer Einheitsverzögerung, die wir, um eine algebraische Schleife zu verhindern, zwischen den GUI-Block und die Signalsenken gepackt haben. Diese Einheitsverzögerung sorgt nämlich dafür, dass im allerersten Simulationsschritt noch nicht die tatsächliche Anfangshöhe rausgegeben wird, sondern der Wert 0. Und erst im zweiten Simulationsschritt wird tatsächlich die eingestellte Anfangshöhe an die Simulationsstruktur weitergegeben. Das heißt, unsere Kugel ist im ersten Moment immer bei der Höhe 0, also hier unten, und springt dann erst auf den korrekten Wert. Das ist genau das, was wir hier beobachten. Das ist natürlich nicht tragisch, ist aber ein kleiner Schönheitsfehler und den wollen wir noch beheben. Und dazu zeige ich Ihnen eine Eigenschaft, die alle Elemente haben und die bei komplexeren Simulationen sehr wertvoll ist. Sie können nämlich jedes Element über einen Steuereingang unsichtbar bzw. sichtbar machen. Und diesen Trick nutzen wir hier. Wir sorgen nämlich jetzt dafür, dass im ersten Simulationsschritt unsere Kugel noch unsichtbar ist und erst im zweiten Simulationsschritt sichtbar wird. Und damit entfällt auch dieser kleine Schönheitsfehler. Und dazu gehen wir folgt vor. Um zu wissen, wann der erste Simulationsschritt da ist, müssen wir die Simulationszeit als Information in unserem Block haben. Das heißt, ich muss zunächst mal einen fünften Eingang vorsehen. Den nenne ich mal T für Simulationszeit. Und an diesen Eingang füge ich die aktuelle Simulationszeit ein. Dazu gibt es unter Quellen einen Block, der nennt sich Simulationszeit bzw. Schrittweite. Der kommt hier hin und der speist seinen Wert hier ein. Der gibt voreingestellt die aktuelle Simulationszeit an den Block. Und die kann ich jetzt nutzen, das ist mein fünfter Eingang, um die Kugel zu Beginn unsichtbar zu schalten. Und das funktioniert wie folgt. Ich wähle mal unsere Kugel an. Jedes Element hat die drei Eigenschaften C-in, C-in-min und C-in-max. Die haben wir bisher noch nicht genutzt. Standardmäßig steht dieses C-in, das steht für Control Input, auf minus 1, ist also nicht aktiviert. Hier kann ich jetzt einen Blockeingang oder auch eine Kombination von Blockeingängen vorgeben. Und dann wird über diesen Blockeingang die Sichtbarkeit gesteuert. Und zwar ist ein Element dann nur dann sichtbar, wenn an diesem Eingang ein Wert zwischen C in Min und C in Max vorliegt. Unser Steuereingang ist der Eingang 5, den wir gerade angelegt haben für die Simulationszeit. Und das Element soll nur dann sichtbar sein, wenn dort mindestens die doppelte Simulationsschrittweite vorliegt. Simulationsschrittweite ist 0,01. Das heißt, ich gebe hier ein 0,02 und hier gebe ich einen sehr hohen Wert ein, also eine 100. Bedeutet, erst wenn die Simulationszeit einen Wert von 0,02 erreicht hat, also der zweite Simulationsschritt erreicht ist, dann wird meine Kugel sichtbar. Vorher ist sie unsichtbar. Jetzt gehe ich mal raus. Jetzt starte ich die Simulation und Sie sehen, jetzt ist dieser Effekt nicht mehr da. Also das Springen der Kugel
ist nicht mehr zu sehen, weil in dem Moment, wo die Kugel hier unten ist, die Kugel noch unsichtbar geschaltet wird. Nicht jetzt sehen Sie allerdings noch einen anderen, ja, Schönheitsfehler, aber wenn man so will, die Kugel kommt quasi hinter dem Kugelstoßer hervor. Eigentlich müsste sie ganz oben liegen, das heißt, wir müssen unsere Kugel jetzt in der Z-Hierarchie noch ganz nach unten schieben. Das machen wir jetzt nochmal, sodass sie quasi über allen Elementen liegt. Ich schiebe die also jetzt mal hier ganz ans Ende meiner Liste. Und jetzt startet sie quasi in der grauen Kugel und beschreibt dann die entsprechende Bahnkurve. Ja, damit ist unsere Simulation fertig. Wir haben alle Schönheitsfehler behoben. Das Einzige, was wir jetzt noch machen wollen, ist, dass wir die Simulation in den GUI-Bereich bringen. Nicht so war es ja bei unserer Musterlösung gewesen. Das Ganze sollte nicht in einem separaten Fenster, sondern im GUI-Bereich sein. Das ist jetzt nur noch ein einziger Klick. Wir gehen nämlich in unseren GUI-Block unter Visualisierungsfenster und sagen, Ausgabeziel ist nicht ein separates Fenster, sondern der GUI-Bereich. Und wenn ich jetzt mit OK bestätige, ist das Fenster zunächst mal weg. Aber wenn ich auf Ansicht wechseln gehe, dann kriege ich meine Experimentierumgebung im GUI-Bereich dargestellt und kann jetzt hier simulieren, ohne dass ich das Strukturbild immer im Hintergrund habe. Nicht genauso kann ich natürlich jederzeit wieder zurückwechseln. Gut, damit ist unsere Simulation jetzt tatsächlich komplett. Wir sind mit unserem Tutorial durch und ich wünsche Ihnen gegebenenfalls viel Spaß beim Nachbau.